Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Forest. Das sollte unser aktueller Speicherstand sein, wenn mich nichts ganz täuscht. Ja, da haben wir ja das, was wir in der letzten Folge gebaut haben. Und heute werden wir die versprochene Erkundungstour angehen. Ich habe nämlich tatsächlich von der Welt, von The Forest, also dieser kompletten Inselgruppe hier, ist ja eigentlich keine Inselgruppe, ist ja eine Insel, von der habe ich noch gar nicht sonderlich viel gesehen. Und deswegen dachte ich mir, dass das vielleicht mal ganz praktisch wäre, wenn ich das mit euch zusammen in einem Video erlebe. Davor werde ich allerdings hier noch schnell einen Lizard gucken. Ja, machen wir hier mal schnell, zack, einmal das Feuerchen an. Ein bisschen Stoff rein und dann lassen wir den hier mal schnell, ne? Ihr verpisst euch, ihr Vögel. Obwohl mir erzählt wurde, dass anscheinend höchstens das Essen verbrennen kann. Ja, das Essen kann verbrennen, aber die Vögel klauen das doch nicht. Andere erzählen wieder irgendeinen anderen Kram. Also, ich weiß nicht, wem wirklich glauben. Also, jetzt hier nochmal zum Thema. Das ist unsere Base. Ja, es hat sich nichts getan seit dem letzten Video, das ihr auf dem Kanal gesehen habt. Und ich bin vielleicht ein bisschen komisch, weil ich schon 2,5 Stunden am Stück aufgenommen habe. Trouble in Terrorist Town, das entweder auf dem Kanal irgendwann kommen sollte oder schon kam, aber genug des Gelabers über andere Projekte. Ich möchte zum einen erstmal was ausprobieren und zwar kann man sich doch irgendwie einen Molotow-Cocktail craften, oder? Ey, ich hab das sogar hinbekommen. Krasser Typ. Krasser Typ, ey. Ich hab mir... Ich weiß, wie man Molotow-Cocktail craftet. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das weiß, aber ich weiß es anscheinend. So, mit der wunderschönen Axt machen wir uns jetzt auf den Weg in den Wald. Oder vielleicht mit der etwas besseren, mit der gecrafteten Axt, wo vorne ein Stein dran hängt, damit das auch so ein bisschen die steinzeitliche Atmosphäre hat. Und ich will mich einfach mal so ein bisschen umschauen, ja, was man denn so im Wald sich noch angucken kann, abseits von dem Strand hier, an dem ich eben mein Gebiet gebaut habe. Hier ist die Absturzstelle, das habe ich ja schon alles erzählt, dass ich da recht nah dran bin. Es ist immer noch der gleiche Spielstand. Ganz ruhig, Timmy, Jean, Andreas. Wir bekommen das schon alles irgendwie auf die Kette. Nebenbei sammle ich noch ein bisschen Stoff ein, bisschen Schisselmanissel hier, bisschen Schisselmanissel da. Einmal dort, einmal hier. Und dann weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich genau hin will. Ich will nur mal gucken, es gibt ja auch ein Dorf, ne? Also die haben ja auch ein Dorf, die Kannibalen. Und es gibt ja mehrere Orte, die man entdecken kann. Die haben ja auch eine Höhle, darin befindet sich dann so eine riesengroße, streng, stark mutierte, salzig schmeckende Vagina. Und ich habe mich gerade eben ernsthaft durch das Gewitter erschrecken lassen, ja. So macht man das, wenn man professioneller YouTuber ist. Man lässt sich von einem Gewitter erschrecken. Das ist jetzt gerade vielleicht für euch ein bisschen... Wird gerade eigentlich Nacht? Renne ich gerade auch noch bei Nacht raus? Das wäre natürlich... Das wäre... Also bei Nacht rauszugehen, wäre jetzt natürlich schon eher eine... Ich will jetzt nicht sagen, hundsbeschissene Idee, aber dumm ist sie irgendwo schon, ja? Ich habe zwar die ultimative Waffe gegen diese Viecher, aber... Es ist jetzt nicht so, dass sie mir gar keine Angst mehr machen würden. Gerade eben hier so in den wälderlichen Gebieten finde ich das schon ab und zu noch unsympathisch, wenn man die plötzlich dann vor sich hat und voll auf die Fresse bekommt und gar nicht weiß, wohin. Mit sich selbst und seiner Waffe und seiner Angriffskraft. Guck mal, hier ist ein Zeltlager. Davon gibt es mehrere, wenn ich das sogar richtig weiß oder noch richtig Ahnung davon habe. Da gibt es allerdings nicht so die krassen Sachen zu holen, oder? Ich glaube nicht, dass es da krasse Sachen zu holen gibt. Ich lasse das einfach mal aus. Ich glaube, es wird wirklich Nacht, Leute. Ey, da hätte ich mir echt irgendwann mal ein anderes Datum aussuchen können, oder? Jetzt renne ich hier allein bei Nacht. Da hinten leuchtet was. Ist das schon ein Kannibale? Da hat doch gerade was geleuchtet. Hier, das sah ganz aus, als würde da einer rumstehen. Aber wohl doch nicht. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Da drüben ist nämlich irgendwas, oder? Da drüben sind wieder Zelte. Sind das wieder Zelte? Es wird wirklich Nacht, ey. Das wird so dunkel gleich. Das wird so... Uncool dunkel gleich. Und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade genau langlaufe. Oder wo ich hin will, oder... Das ist ein Stein. Na klasse, ich dachte, der Stein, der wäre irgendwas Besonderes, aber das ist einfach nur ein Stein. Habe ich irgendwas, womit ich Licht... Ich habe auch keine Taschenlampe dabei. Das Einzige, was ich habe, ist das Feuerzeug. Und das bietet jetzt nicht gerade eben das allerbeste Licht. Und aus irgendeinem Grund fühle ich mich auch so, als würde ich im Kreis laufen. Ja, dankeschön. Jetzt fängt es auch noch extra an zu pissen. Und es ist komplett dunkel, Freunde. Ein schöner, kleiner Waldspaziergang bei Nacht. So wie sich das gehört, wenn man The Forest spielt. Hier sind auch ganz viele Koffer. Das heißt, wenn ihr meine letzte Episode gesehen habt, dann wisst ihr, hier ist man komplett sicher. Ja.
Und zwar wirklich komplett. Also, guck mal, ist hier Geld oder was ist das? Ein Stock. Ich brauche doch keinen Stock, Digga. Also hier sind so viele Koffer. Ich glaube, hier werden wir es nicht mit irgendwelchen Gegnern zu tun bekommen. Kann man die Lampe eigentlich mitnehmen? Die Lampe kann man nicht mitnehmen. Warum kann man denn die Lampe nicht mitnehmen? Hier liegt Geld rum. Wofür auch immer ich Geld brauchen sollte. Okay, Cash can be used to stoke fires. Super, man kann Geld verbrennen, wenn man Lust drauf hat. Ja, aber wir werden natürlich nur von der Seite hier geschützt, wo wirklich die Koffer liegen. Hier liegt auch ein... Oh, der hat sein Maul ganz schön weit aufgerissen. Der Kannibale hier. Jetzt ist die Frage, laufen wir irgendwohin weiter oder bleiben wir hier einsam und allein und schlafen ein Ründchen? Ich denke mal, das sollte kein Problem sein, ein bisschen weiterzulaufen. Ich weiß halt auch nicht, am liebsten würde ich ja echt mal in diese Kannibalenhöhle reingehen. Aber dafür habe ich zu wenig erkundet, als dass ich direkt wissen würde, wo die sich denn befindet. Deswegen einfach mal strammen Schrittes ein wenig weitergelatscht. Ich denke mal, die wird irgendwo am Rand sein. Also am Strand oder so. Dass man da dann irgendwo in diese Höhle rein kann. Und dann gibt es da, wie gesagt, wirklich dieses tolle... Warum leuchtet das da oben? Das hat... Okay, das war nur die normale Beleuchtung. Ich dachte schon, da wäre einer von diesen dreckigen Kanülen oben auf dem Baum und wartet nur darauf, seine Zähne in mein Fleisch zu schlagen. Hier ist ein Baum, der ist ziemlich groß. Warum ist der Baum groß? Das ist ein ziemlich großer Baum hier. Gibt's hier nicht irgendwie irgendwas zu holen? Nee. Man hat immer so, man denkt immer, jeder Ort wirkt schnell so mystisch in the forest. Aber es gibt nicht überall was zu holen, das ist eine Illusion. Aber ich gehe mal wieder runter an den Strand und umrund die Insel einfach mal so ein bisschen. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg dann was. Ich habe mir das eigentlich ein bisschen spannender vorgestellt, hier durchzulaufen, aber das habe ich ja auch. Ich weiß, ich habe es in der ersten Folge schon andauernd erwähnt, mir geht selbst auf den Sack, aber in meinem Angespielt-Video habe ich ja auch nichts anderes gemacht. Bin andauernd durch die Gegend gerannt und habe versucht, die Kannibalen zu finden und irgendwas zu finden. Aber ich glaube, wenn man so bewusst auf die Suche geht, ja, dann klappt das gar nicht so wirklich. So, steck das doch mal wieder weg. Warte. Er will's nicht wieder wegstecken. Das ist ja total toll. Dann lass es hier. Wow! Okay. Das habe ich toll gemacht. Gut, dass ich in der Nähe vom Wasser bin. Was ist da? Das ist auch ein Busch. Das sah gerade aus wie ein richtig dicker Kannibale. Ey, man kriegt die übelsten Paranoia bei dem Spiel. Mein Feuerzeug funktioniert bald nicht mehr richtig. Das kann bestimmt auch leer gehen oder so. Hier ist nochmal eine Flasche. Eine Flaschenpost. Hier sind wieder Koffer, die sind echt über die ganze Insel verstreut. Aber ich will viel lieber irgendwelche Action. Ich will irgendwas finden. Irgendwas, das Dorf oder die Höhle. Irgendwas Cooles, womit ich angeben kann. Aber aktuell laufe ich nur seelenruhig durch... Was ist das hier? Ist das ein Faden? Hä? Das ist ein Spinnennetz, ein riesengroßes, okay? Es wurde mit keinem Update irgendwelche Spinnen hinzugefügt, oder? Weil... Das wäre dann schon eher so eine Sache, wo ich sagen würde, nee. Riesige Spinnen, dazu noch Kannibalen, das ist dann doch so ein bisschen von der Kombination her ein Eckchen zu viel. Aber die sind auch nirgends. An unser Lager gehen sie ja nicht mehr ran wegen der Koffer Protection. Ja, das habe ich euch ja ausführlich erklärt. Da brauchen wir keine Angst mehr haben. Aber hier, wenn wir normal rumlaufen, dann sollte sich da eigentlich schon der ein oder andere Kannibale auftun. Oder man geht nochmal eine Runde schwimmen. Die Klaviertöne im Hintergrund lassen schon mal nichts Gutes vermuten. Und die Vögel, die auf den... Gut, hier, super, was gibt's hier Tolles? Nichts. Ein Boot, in dem es nichts gibt. Ich bin enttäuscht, The Forest. Ich bin enttäuscht. Und so wanderte ich langsam weiter. Das hier ist... Oh, kann man essen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade esse, aber ich esse was und werde davon vergiftet. Toll. Ein Träumchen. Moment, was wollte ich jetzt gerade eben sagen? So. Die volle Ladung Action. Mit Saraza. LP. Die kann man auch nicht essen, oder? Wow! Das war aber ein deftiger Schaden, den wir da gerade gekriegt haben. Halben Orgasmus hat er bekommen, ey. Haben wir irgendwas da? Wir haben keine Energy Regal, aber wir können ja mal Armor increasen. Wir könnten natürlich was kochen, aber dazu müssten wir auch ein Feuer machen und das, naja.
Ist ja auch nicht gerade unanstrengend. Vielleicht krieg mal hier drin irgendwas. Ich öffne einfach mal ein paar Koffer. Moment, mal das Licht an. So. Da drin, was war das jetzt? Kein Riegel, oder? Nein, das sind Zähne. Zähne sind super. Ich stehe total auf Zähne. Also, keine Ahnung, was der Satz gerade sollte, aber... hier muss doch irgendwo was zu essen drin sein in den Koffern. Irgendein scheiß Energy-Riegel, den man sich mal irgendwie kurz hinter die Binde schieben kann. Guck mal hier. Da habe ich den ich haben wollte. Ein Energy-Riegel, zack. Vielleicht finden wir hier nochmal einen. Vielleicht ist uns das große Glück des... Hallo! Des Energy-Riegel-Gottes. Hold, aber dafür haben wir nochmal Medizin bekommen. Kannibalen sind keine am Start. Ey, das kann ja wohl nicht sein, dass da unten sind welche. Okay. Da unten ist auch irgendwas Cooles, glaube ich. Da ist nochmal ein Energy-Riegel. Leute, jetzt gibt's die Action. Wir haben was entdeckt. Es hat lange gedauert, aber da unten ist ein Dorf. Geil. Das ist mein Dorf jetzt. Infiltration! Wir übernehmen das Dorf! Hallo, ich bin neu hier. Wollt ihr mit mir... Nein? Hallo? Irgendjemand will vielleicht mit mir irgendwas machen? Nein? Okay, ihr führt da einen tollen Tanz auf. Ist der einheimisch? Oder nicht? Mensch, jetzt sind sie plötzlich alle irgendwie, das war jetzt eigentlich nicht meine, tot sind sie halt. Und hier führt ein Weg. Das ist ein Weg mit Knochen oder so. Oder? Das ist ein Weg mit, sind das Knochen? Sieht aus wie so Fischgräten so ein bisschen. Keine Ahnung, was das ist. Ich folge mal dem Weg. Hier kam jetzt gerade eben so, das ist kein Weg. Das war, habe ich mir nur eingebildet, oder? Ich glaube, das habe ich mir einfach nur eingebildet, dass da ein Weg ist. Oder? Oder etwa nicht? Das habe ich mir eingebildet, oder? Das habe ich mir bestimmt eingebildet. Also da drüben ist ein Dorf. Da könnte man jetzt natürlich auch irgendwas bauen. Ja, nochmal ein zweites Lager, eine zweite Basis oder so. Kann man die essen? Auch nicht, ne? Ah, nee, das sind die man essen kann. Geil. Geil, Mann. Das ist ja der Hammer. Essbare Beeren. Ja, aber da waren ja schon wieder keine krassen Typen dabei. Irgendwelche riesigen Muschis oder so. Wir haben die ja einfach nur umgebracht. Und so spannend fand ich das jetzt auch nicht am Ende. Ich weiß ja nicht, ob es hier nicht irgendwo ein bisschen... Ja, die Party steigt. Die haben ja schon... Also tanzen können sie. Ja? Wenn man sie anzündet, können sie tanzen. Sieht das hier hinten nach irgendwas Anständigem aus? Ich brauche mal Licht, bitte. Ist das eine Höhle? Geht's hier rein? Nein. Habe ich mir das eingebildet. Toll. Ja, dann laufen wir jetzt mal zurück zur Basis. Wir merken uns das mal. Das haben wir eine Map? Wir haben keine Map. Also, wir haben einfach jetzt ein Dorf ausgeräuchert und da können wir natürlich total stolz drauf sein. Aber man muss ja zurück zur Basis, damit man speichern kann. Und weil ich gerade eben nicht vorhab, gleich noch eine zweite Episode aufzunehmen, werde ich jetzt einfach mal zur Basis gehen und, naja, ihr wisst schon, die... vielleicht noch irgendwen treffen und ihm irgendwie ins Gesicht schlagen. Das finde ich schön. Ihr könnt mir ja mal, also es gibt ja bestimmt einige The Forest-Kenner unter euch. Ich habe jetzt oft genug erwähnt, dass das keine große Serie werden soll, aber ich will schon so ein bisschen die Folgen mit interessantem Content füllen. Wobei ich jetzt so eine kleine Guerilla-Reise auch nicht sonderlich schlimm fand. Deswegen an die The Forest-Kenner unter euch, ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, was es sich denn noch so lohnt, mit den aktuellen Möglichkeiten in The Forest zusammenzubauen oder was man noch machen sollte. Ich werde, denke ich, das nächste Video dazu nutzen, mal wieder so ein bisschen das Lager aufzubauen weiterhin. Da ist ja wirklich noch viel machbar. Aber ich wollte einfach nur so für die Leute, die mit der Serie auch bei The Forest allgemein eingestiegen sind, hier mit dem Video noch so ein bisschen so eine Rundumschau liefern. Ja, dass man mal sieht, dass die Insel eben nicht nur dieser Strand ist, sondern halt ein bisschen mehr. Und dass es auch diese Kannibalendörfer gibt und mit dieser Gun kann man einfach alles ausräuchern. Ja, und vielleicht auch einen Waldbrand verursachen, wenn es jetzt gerade eben nicht regnen würde. Mal gucken, ob wir vielleicht auch ein bisschen Besuch daheim haben, ja? Ob sich da irgendjemand gesagt hat, so... Sind wir schon da? Wir sind schon da? Ist irgendjemand... Irgendjemand at home? Hat irgendjemand Bock auf uns? Ich springe mal runter. Nee, die haben echt... das sind, glaube ich, echt zu viele Totenmale inzwischen für die. Und zu viele Koffer natürlich auch. Die haben Angst. Die haben keinen Bock mehr. Aber so weiß ich zumindest, dass ich einfach nur mit dem geradeauslaufen in die andere Richtung zu dem Lager kommen sollte und dann werde ich möglichst auf eure Vorschläge in der nächsten Folge eingehen.
Wenn euch das hier gefallen hat, dann baut so ein Totem aus Gummibärchen auf eurem Schreibtisch und sendet es mir per Instagram, Facebook oder Twitter. Links dazu stehen in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüsschen.